Herzlich willkommen zu Let's Play mit Matsch. So, ich will jetzt mal eines probieren. Ich habe jetzt hier mich und die kleine Prinzessin, also die Zauberin da, die Verzauberin, umgezogen ein bisschen. Wir haben uns jetzt beide den die zerbrochene Krone aufgesetzt. Und ja, ich hoffe jetzt, dass ich hier Drops habe ohne Ende. Von gelben Dingens. Und ich möchte gerne, wo droppen am meisten? Ich weiß es nicht. Entweder bei den kleinen oder bei den großen, wenn ich die halt farme. Kleiner oder die großen? Ich werde es einfach ausprobieren, indem ich jetzt einfach mal nochmal eine ganze Runde kleine mache zunächst. Eigentlich müsste bei den großen mehr droppen, oder? Ein großes sind 100. Sollte ich mit der Hut-Kombination trotzdem schaffen? Ja, probieren wir das zunächst. Wir machen mal hier diese Geschichte. Ja, das muss ich alles anmachen. Alles klar. 100er sollten einfach easy sein. Aber wie keine Arkankraft. Das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Hat jetzt mein Hut mir Arkankraft-Regeneration gemacht? Oder... egal. Schauen wir mal. So, 100er Farming. Schaut nicht so gut aus irgendwie. Kann nicht so oft... Ah, ist jetzt mal was Elitäres. Er ist sehr schnell gestorben. So, wie sich's gehört. Aber die können sich da ins Eck stellen und dann werden sie nicht getroffen, oder was? Nein, habe ich nicht gesehen. Und wo muss ich hin? Da ist nochmal Elite. Ja, was ist denn? Ja, erstaunlich. Also meine Ressourcen hier von der Arkankraft regenerieren sich nicht so schnell, wie ich das gewohnt bin. Kann ich mir jetzt gar nicht erklären, woran das liegt. Muss ich ein bisschen anders hantieren. Darf ich nicht so oft meine manuellen Meteore anschießen. Ja, ja, ja. Weg, weg, weg. Alle Mann. Natürlich immer super, dieser Schrein. Sackgasse ist nicht super. Komme ich hier runter? Ja, komme ich. Komme ich hier wieder hoch? Auch, ja. Elite-Gegner dürften es ein paar mehr sein. Hätte ich nichts dagegen. Ja, hier zum Beispiel. Der ist jetzt noch nicht so gestorben, wie er sollte. Lebt immer noch. Aber jetzt nicht mehr. Noch Explosion schnell abwarten. Ja, Ressourcen. Arkankraft.
ist jetzt irgendwie stark verbesserungswürdig. Wo geht's hin? Also ich würde es mal fast vermuten, dass... es so doch sehr wohl Sinn machen würde, hier mit voller Ausrüstung reinzulaufen und nicht den Helm abzunehmen, denn das fühlt sich nicht so dolle an. Aber trotzdem kommt der Portalwächter uns jetzt besuchen. Gehe ich davon aus. Schauen wir mal, ob wir den noch schön klein kriegen hier. Der glaubt irgendwie mir hinterher springen zu können. Ja. Also, kann man machen, aber es ist kein Farmen in dem Sinne. Dafür ist es zu langsam. Ich lasse euch den Edelstein sehen. Den da würdest du mir jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% machen. Und den mit 100? Okay, gut. Dann mach mir doch bitte den. 100. Bleib bei 100. Und es bleibt bei 100. Sehr schön. Das freut mich. Dann können wir zurückkehren. Wir können mit Orek sprechen. Wir können uns überlegen. Also mit dem Helm nicht farmen. Hätte es noch Platz. Dann machen wir jetzt mal das andere Idee, die wir ja hatten. Dass wir einfach sagen, wir machen halt ein kleines Nephalem-Portal zum Farmen für... Achso, die Frage ist natürlich auch, wie viel haben wir jetzt hier gekriegt? Ich glaube, hier waren zwei, ja? Das heißt, also ein Nephalem-Portal, ein großes, ein 100er Farm-Nephalem-Portal bringt mir 4 so Edelsteine. Ja, das ist ja... Dann gucken wir doch mal, was uns die Kleinen bringen würden und ob sie sich auch so schlecht anfühlen. Natürlich nicht, die sind natürlich hier nur Level 70 und nicht Level 100. Es droppt halt mehr, ganz grundsätzlich, also was heißt mehr, hätte ich jetzt gar nicht, wäre ich gar nicht sicher, ob das mehr ist, aber es droppt halt während des Runs. Ich muss also alles aufheben, eventuell zurücklaufen vielleicht. Um mal was aufzuheben. Da entgeht vielleicht das eine oder andere, weil ich es halt nicht aufgehoben habe. Da geht's da weiter? Ne, da geht's nicht weiter. Na doch, da geht's weiter. Nein, das habe ich schon wieder gemacht. Das Fenster verschoben wird zum Klump und zeigt. So. Aber auch hier fällt auf, dass die Ressourcen nicht da sind. Ich sie zu schnell ausgebe. Vielleicht sagen wir es lieber so. Sind ja grundsätzlich da, aber... ich gebe sie schneller aus, als sie... Wobei sie ja schon eigentlich schnell wiederkommen. Ja, es ist ja doch schnell voll wieder. Jetzt
uns da einen Weg gegeben und hier einen Weg. Haha. Ist das jetzt hier Sackgasse? Nö, geht doch noch hier weiter. Hier ist mal Elite. Also Elite waren jetzt hier ganz wenig irgendwie, oder? Hat das getäuscht. Ja doch, hier ist echt der falsche Weg. Man hätte links gehen sollen. Hier willst du auch nicht weitergehen, oder? Weil das ja... Oder doch? Naja, hier gibt es ja zumindest nochmal sowas. Und damit die Chance, dass wir jetzt an unserem Portalwächter relativ nah dran sind. Dann wäre es gut, wenn er dann da schnell aufgeben würde. Ja, hatten... Was habe ich gesagt? 2, 4? Jetzt sind es 3 dazugekommen. Naja. Es ist nicht perfekt. 126 Blutsplitter. Ja, ich muss das mir tatsächlich noch mehr angewöhnen. Man kann nicht immer gewinnen. Das ist zu teuer. Zu teuer? Ich glaube, ich muss zurückkehren. Dann werde ich jetzt hier wohl aufräumen müssen. Vorher natürlich erstmal hier drücken. Dann vielleicht der Übersichtlichkeit erstmal ihn bitten, nochmal die obvious Sachen wegzumachen. Und dann haben wir hier... Den Ilfurze mit der Eschkeit. Aber der kann sich natürlich nie gegen einen Archaischen durchsetzen. Black Doran. Gut, dann darfst du alles haben. Na gut, hier ist es natürlich so, da weiß ich es nicht. Das war ja das Set von Dingenskirchen. Da hatte ich ja dann hier eines mit 2,1 und hier wesentlich mehr Erholung. Macht wahrscheinlich keinen Sinn. Erhöhten Schaden von Blizzard, was cool ist. Und hier erhöht den Radius in den Gold- und Halbkugeln. Ja, nee. Weg da mit. So, was habe ich jetzt gewonnen? Eigentlich nichts. So, jetzt habe ich 9 von denen. Das heißt, ich kann jetzt halt 3 von denen machen. Könnte 1 von der nächsten Stufe machen. Aber da sind wir noch weit weg davon, dass ich 3 solche Maximalsteinchen habe. Ich bin also enttäuscht. Aber Farmen ist halt Farmen. Und da muss man dann auch farmen. In diesem Sinne. Bitte unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo, euren Likes und euren Kommentaren. Und ich überlege mir mal, ob es außer Farm noch irgendwas anderes gibt, was ich machen kann. Und ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid.